Ist der Auserwählte, genau. Der weiß Mr. nicht. Anderson. Das ist ein kleiner Dieb. Was zum Teufel hast du mir Wenn da gesagt, was tatsächlich ich ihm getan erzählen hat. soll? Geduld, Sir. Geduld? Geduld? Aber bedenken Sie, Sir, als Sie vor dem aufgebrachten Arthur wegliefen, konnte der aufgebrachte Arthur die Bürste nicht benutzen. Nun mal langsam. Willst du damit sagen, dass ich nur das Ablenkungsmanöver war? Ihre Bürste, Sir. Na danke. Yeah. Ich kann nicht glauben, dass du mich wegen einer Klobürste auf die Todesliste eines Kebabverkäufers hast setzen lassen. Der Zweck heiligt die Mittel, Sir. Ja, allerdings ging es nicht um deinen Arsch. Immer gesagt, und er Denn war auch bedient wird auch, wer nur rumsteht und wartet, Sir. Oh, erspar mir das. Döner und Chickenburger. Hier gab's gerade... Der war nicht sympathisch. Was? Bis dann, Neo. Der war nicht und sympathisch Sie, bei TKKG. Alle. Ach, echt? Ja. Nur weil sie keinen Superpapagei hatten. Superpapagei? Das waren die drei Fragezeichen. Erste Folge davon. Ha. Huh. Die Katze steht jetzt da oben. Ja, muss immer da stehen. Vielleicht ist ja einer so blöde und will und sie kauft kaufen sie? Als Katzenstatue. Weiß es nicht. Keine Ahnung. Also jetzt haben wir eine Klobürste, jetzt können wir damit auch mal zum Klo gehen. Das ist richtig. Na komm. Beweg dich, George. Der kann nicht so schnell. Ist halt nicht mehr der Jüngste. Ich befürchte, der ist jünger als wir. Zu dem Zeitpunkt ihr beide wahrscheinlich. Ja. So, dann gebe ich mal dem Mann ohne Zunge die Klobürste. Der will die auch garantiert nicht haben. Hier ist Ihre Bürste, Sir. War nicht einfach, sie wieder zu bekommen. Ich weiß immer noch nicht genau, was er da ums Gesicht hat. Sieht immer noch aus, als hätte er sich aus dem Kostümladen so ein Hitlerbärtchen mit Gummiband um den Kopf gebunden. Der Manager nimmt die Bürste, genau. Gibt mir die Toilettenschlüssel als Belohnung und geht. Worum ging es denn? Manager sagen, die arabische Mode. Brauchen viel Säuberung ja, in so Putzmittel. Das hat er alles gesagt. Hat. Der hat Körpersprache sagen auch viel, Sie wissen. Oh, ja. So, wir haben den Badezimmerschlüssel. Ja, dann gehen wir doch mal dahin. Ja, und wie wir bei diesem Spiel gelernt haben, ich hab's auch wieder vergessen, man kann nicht einfach draufklicken, man muss den Schlüssel nehmen und auf die Tür gehen. Wow. Das ist wohl das hässlichste Badezimmer. Oh Gottes Willen. Aber immerhin hat es dieses authentisch allgemein nicht schön. Arabische Klo. Allgemein nicht schön. Das Spiel ist von 95, das kann man nicht erwarten. Der Spiegel ist so sauber wie alles andere ja, hier drin. Ja, okay. Touché. Was? Ein Endlos-Handtuchspender. Bloß und weil ich dachte älter, schon, das die Franzosen nicht, hätten auch, komische Toiletten. Hässlich sein muss. Das ist für seine Zeit schon recht hübsch. Ich habe seit heute Morgen noch nichts getrunken. Na, ich weiß nicht. Erst ist im Plan. Okay, ups. Wir haben die Spülerkette. Ein haben Stück die Kette, die von der Toilette vom Club Alamut abgestaucht. Und ich dachte schon... Fällt euch was mit dem Handtuch ein? Kann man das durchschneiden? Turban. Nein. Durchschneiden? Das ist ein Endlos-Handtuch, das heißt eigentlich... Das Einzige, was das Sinnloseste wäre, ein Endlos-Handtuch nicht zu benutzen, wäre einfach das Ding durchzuschneiden, dann wäre das kein Spender. Handtuch mehr. Wir brauchen ja keine Schminke in uns abwischen, wir haben ja keine. Oder so. Oder vielleicht brauchen wir es noch, um uns zu verkleiden und dann doch Schminke aufzulegen. Man weiß ja nicht, aber was soll man mit dem Spülkasten jetzt machen? Wir haben eine Kette. Ich probiere einfach, bevor wir jetzt hier wieder hin und her laufen, probiere ich jetzt einfach alles durch, was wir haben. Ich probiere alles mit allem. Scheint nicht so erfolgreich. Nicht wirklich, ne? Aber es ist so ein bisschen wie mit den Dialogen. Also, bevor ich 30 Mal hin und her laufe und... Oh! Was? Ha! Hä? Wir haben ein Handtuch!
Unglaublich. Okay. Warum der Spender geht ganz leicht der auf. Spenderschlüssel. Der Spiegel ist so sehr. Der Klo-Geschichte dran. Der Schlüssel zur Clubtoilette. Da steht ja nicht unbedingt drauf, dass es auch nee, der Schlüssel witzig. Zum Handtuchspender ist. Das ist schon wieder ein bisschen schwierig, ne? Dass er uns nicht den Hinweis gibt, um überhaupt auf die Idee zu kommen, dass es ein. Das ist da. Er sagt weder, dass da ein Schloss drin ist, noch dass wir den zweiten Schlüssel für irgendwas haben. Das ist ja mal blöd, nicht? Ja. Gewagt. Da bin ich wieder, Ulta. Preis. Was bedeutet Il Ackelkalb? Wer sie das beibringen? Neo sagte mir, ich solle das zu Arto sagen. Und Arto dann rausholen, riesig Messer und nachlaufen. Genau, woher wissen Sie das? Ich kenne Arto. Sie ihm sagen in mörderisch mieser Arabisch, sein Kebab gemacht aus Hundefleisch. Ich habe ihm gesagt, er kocht mit Hundefutter? Nein, Ultar, nicht meinen Fleisch für Hund. Ultar meinen Fleisch von Hund. Oh. Wir sehen uns noch, Ultar. Möge gutes Glück Ihnen folgen, allüberhin, Mister. Allüberhin, Mister. Er sieht shady aus. Sieht aus wie heißt der Jafar von Aladdin. Ja, genau. Ein bisschen. Ein Klobürste haben wir nicht, jetzt haben wir ein Handtuch. Und einen Schlüssel. Wer wollte den Schlüssel denn gar nicht mehr haben? Keine Ahnung. Irgendwer wollte doch. Oh. Neo macht Dinge. So. Oh, Neo spielt gegen die Tür. Dann jetzt wirft er den Ball seinem Vater ins Gemächt, hoffe ich. Oder einfach da rein. Jetzt ist das kardanische. Ach so, okay. Ja. Erst die Katze, dann die Tür, die Klingel. Doing, doing. Jetzt ist die Katze weg. Und da ist der was Ball runtergefallen. Weg. Ja. Nimm's erstmal mit. Aufheben. Ja. Immer alles mitnehmen. So der Fall hat der Statue nicht gut getan. Die Arme sind abgebrochen und zerbröselt. Ist das die Venus von Milo oder wie das Ding da hieß? Keine Ahnung mehr. Mit den abgebrochenen Armen. Die Statue sieht nach diesem Sturz ziemlich lädiert aus. Überall Macken und beide Arme sind abgebrochen. Na. Überall Macken. Gips? Vielleicht doch nicht. Vielleicht doch nicht. Und im Spülkasten mit dem Gips zusammen, haben wir denn wirklich nur die Kette? Nee, das ist nur die Kette, es ist nicht der Spülkasten. Warum ist das denn so blöd? Die Theaterschminke hat Wunder gewirkt. Jetzt sieht das Ganze wie alter Marmor statt wie billiger Gips aus. Die Theaterschminke hat Wunder gewirkt. Jetzt sieht das Ganze wie. Okay, wir werden in Zukunft alles mit allem versuchen. So bescheuert es klingt. Dann versuch's nochmal mit dem Gips da drüber. Weiß ja nie. Vielleicht doch nicht. Nee, das Gulli Werkzeug. Das brauchen wir für was anderes. Auf jeden Fall für was anderes. Aber die Frau sucht doch Antiquitäten, ne? Ja, dann verkauf es ihr für teuer Geld. Hallo, Pearl. So richtig teuer. Hallo, George. Das schön, Sie zu sehen. Wie gefällt Ihnen dieses hübsche Stück einer antiken Statue? Ach, wie schön. Das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Natürlich. Hätten Sie es gerne? Sehnlichst gern. Aber ich habe nicht genügend Geld bei mir. Wenn Sie losgehen und Duane suchen, dann bezahlt er dafür. Wenn er Schwierigkeiten macht, sagen Sie ihm, ich möchte sie. Na, ich muss jetzt gehen. Der Kerl ist wieder blechen. Ja. Hallo, weil wir doch Geld brauchen. Hallo, für George. Den Taxifahrer. Wie kann ich helfen, junger Mann? Was halten Sie da? Oh Gott, sieht alt aus. Ja, ich musste die halbe Stadt dafür auf den Kopf stellen. Junge, Sie haben mehr Glück als wir.
sieht wie aus der Römerzeit aus. Davon verstehe ich nichts. Was die zu Hause sagen werden. Was wollen sie dafür, George? Oh, ich kann 50. Nicht... 50! 50 Mäuse. Nehmen Sie es oder lassen Sie es sein. Das Geschäft geht. Hier, nehmen Sie. Und das ist für Sie. Danke für das Geld, Twain. Das kann ich wirklich gut gebrauchen. Ich sollte Ihnen dafür danken, dass Sie die römische Statue gefunden haben. Ja, jetzt haben wir Dollar, oder was ist das? Okay, bis bald. Worauf? Jetzt haben wir... 50 Dollar. In den Staaten hätten Sie für mich nur einen netten Abend in der Bar dargestellt. Hier in Marib sind sie harte Währung. Okay. Ist das denn Falschgeld? Nö, wieso? Warum gibt es denn hier Dollar? Das interessiert doch keine Sau. Ja, weil der Typ Amerikaner ist. Ist ja nicht so, dass er... Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen zum Ultra und geben ihm Geld für eine Fahrt. Das wäre natürlich praktisch. Wollte der nicht 50... Also irgendwer wollte 50 haben, genau 50. Da bin ich wieder, Ulta. Preis. Schau, Ulta, 50 Dollar US-Währung. Eine klassische Summe. Das hat irgendwie nicht viel gebracht. Schau. Wir sehen uns noch, Ulta. Muss ich ihm das geben? Dass ihr so rüber schimpft. Da bin ich wieder, Ulta. Brei. Schau, Ulta. Ich glaub, das ist eine klassische. Ja. Aber er. Ich glaube. Was halten Sie von diesem Gips? Nicht viel. Nicht versuch genug alles zu machen, geschmackvolle Gartenzwerg zum Beispiel. Nicht zum Beispiel. Zum Beispiel. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Der Ausdruck ist super bei diesem Spiel. Oh, höchst sicherlich. Sein hier gestern. Hier? Erst gestern? Mein Gott, das war dicht dran. Ja, Fragen, viele Fragen. Wie misst er Sie? Wonach hat er gefragt? Er Fragen von Amerikaner namens Stobby. Stobbert? Ja, Stobbert. Stobby. Sie kennen? Der Killer kennt meinen Namen. Wonach hat er noch gefragt? Er Fragen von deutschen Mann namens Klobner. Ich versuche krampfhaft, mich an den Namen des Kerls zu erinnern, den die Verschwörung in Syrien verloren hat. War der Name Klausner? Sicher, das, was Ultar sagen. Klausner. Ich sagen Mann in Bild, Klausner wollen gehen zu Bull's Head. Moment, wohin wollte Klausner gehen? Bull's Head. Großer Hügel. Etwa 10 Meilen vor Stadt. Ah, vielleicht 60. Wann war das? Oh, vielleicht 10 Woche bis 60 her. Meilen. Was können Sie mir über diesen Bull's Head Hill erzählen? Sein höchst ausgezeichnet. Herrliche Aussicht. Wert einen Besuch. Oh ja, oh ja, oh ja. Wie komme ich dahin? Halt, lassen Sie mich raten. Sie brauchen guten Luxusführer. Für Sie hinbringen in Taxi mit Klimaanlage. Oh, grausiges Schicksal. Wo soll ich nur so einen Führer finden? Und Ultar sein meist luxuriösester Führer auf weite und breite Gegend. In jede Richtung. Glückes Geschick, was hab ich doch für ein Schwein. Bewünschen Sie meine erfreuliche und luxuriöse okay, Dienste nehmen wir in Anspruch, kostet bestimmt 50 Dollar. Genial. Mister, wir müssen uns in Eile üben. Wo genau steht Ihr Taxi denn? Das einzige Fahrzeug, das ich sehen kann, ist ein alter, ausgemusterter Armeelaster. Ja, und? Oh, okay. Kann sich nur mit Sprüngen bewegen, es der scheint arme Mann. Mir unfair, mit den Kloschlüsseln zu verduften. Also lasse ich sie lieber auf der Theke. Ich werde mal wieder speichern. Nicht, dass wir gleich unsere Hände speichern verlieren. Ist immer gut. Speichern ist immer gut. Hashtag Ultra. Age of Ultra. Verstehst du? Genau. Genau. Da steht er ja. Er war aber ganz schön fix. Er ist ja auch gehüpft. Hallo, Ulta. Das ist ein Luxus-Taxi. Großartiger und kühner Kunde. Wir müssen in Kürze speichern. Ist das Ihr Taxi?
Oh ja, sicher. Das großartigste Taxi in Mari. Sieht wie ein alter Armeelastwagen aus. Bah, ihr Amerikaner mit Luxuslimousine. So viel wir zum haben Luxus, vergessen, Luxuskarre. Was Taxi sein sollen. Altes ungefähr 4 Tonnen auf der nächsten Blick geschätzt. Nur, kein Dach hat. Da haben sie Nagel durch Nadelöhr getroffen. Schön, dann los. Leider nein, sehr höchst verehrter Fahrgast. Es gibt ein klitzekleines Problem von unbedeutender Natur. Keilriemen haben Beschluss machen, jetzt zu reißen. Was werden Sie tun? Was können ich tun? Warten auf Fahrt in Werkstatt. Wie lange wird das dauern? Einen Tag. Erstmal so lange muss kann man ich Geld nicht warten, bezahlen, wir müssen weiter. Aber mit dem Fahren muss und der Keilriemen ist kaputt und jetzt muss man den Keil was einfallen. Er sagte gerade auch wieder so schön, einen Tag vielleicht wir haben sechs. Einen. Was wir haben wir? Wir haben einen Keilriemen, wir haben das Handtuch. Oh, das können Handtuch. Können Sie damit etwas anfangen? Stimmt, das ist ein Endlos-Handtuch. Richtig. Mein Freund, das sein richtige Teil. Zum Glück ist ein Armeelaster. Mit irgendeinem neuen Auto hätte das nicht geklappt. Ulta nimmt das Handtuch, zerschneidet es längs in zwei Hälften und gibt mir eine davon zurück. Mit seiner Hälfte ersetzt er den Keilriemen, wie man es normalerweise... Win-win-Situation. Ich verknoten Enden. Damenstrümpfe mögen an einem Bentley gute Dienste leisten, aber bei einem Lastwagen erfüllt das grobe Handtuch seinen Zweck besser. Kommen, mein Freund. Sie möchten sehen? Ja, wir fahren jetzt zu Bullshead. Gib Schubrakete. Jetzt sollen wir speichern. Ich habe ja kurz vorher gespeichert, also je nachdem, was jetzt passiert. Heißt das, wir werden von einem Fernglas beobachtet oder konnten sie sich nicht mehr leisten und konnten nur immer diesen Ausschnitt rendern? Ich glaube, wir werden beobachtet. Das ist sinniger. Fog of War. Na, was kommt denn nun endlich? Erstmal speichern, weil Timo uns gewarnt hat. Oh, wir sind schon bei 72%. So, Timo, ich hoffe, du bist glücklich. Nach dir ist ein Safe Game benannt. Fällt da jetzt ein Blatt runter und wir sind bei Loom? Ich weiß es nicht. Ich breche einfach den Ast ab. Und steck ihn. Oh, du Brutalo. Ja, ich weiß. Nimm den ganzen Baum noch mit. Was ist das? Achso, das ja, ist... Ich habe dem Baum für einen Tag genug Schaden zugefügt. Morgen komme ich wieder und säge noch mehr ab. Was ist das? Da ist ein Loch. Aber mehr auch nicht. Wir haben nur das Loch. Ist denn ab ins Loch? Ich glaube, der Spalt gäbe einen guten Verankerungspunkt ab. Für was? Für den Ast. Und die Kloschüssel da. Die Klospülung. Ach, das Ding haben wir ja auch noch. Diesmal funktioniert's nicht. Er macht immer wenn er mit den Schultern zuckt, gibt es das Geräusch von Feenstaub. Gips? Warum Gips? Oder vielleicht müssen wir noch irgendwas zusammenbasteln. Den Ast mit dem Handtuch. Ast mit dem Handtuch. Mit Schwung knote ich das Handtuch an den Stock. Ein Seemannsknoten, wie er im Buche steht. Naja. Das war jetzt geraten. Ich glaube, der Spalt gäbe einen guten aber Verankerungspunkt gut geraten, ab. Fop. Ergibt zwar keinen Sinn, warum man ein Handtuch an den Ast packt. Wie soll das jetzt... Ja, ach, sollen wir da runterklettern mit so einem kleinen Ast aber ich habe sowieso keine Wahl. Als ich nach Syrien gekommen bin, habe ich nicht damit gerechnet, einen Berg zu besteigen. Der wird sich alles berechnet. Wir Knack. Sterben. Jetzt geht's nicht mehr hoch. Oh, guck mal, der hätte aber auch so runter. Da hinten ist es nicht auffällig, dass die Wand komplett anders aussieht. Nochmal speichern. Ja, keine Ahnung. Bei jedem Kulissenwechsel sollen wir speichern. Hashtag Hand. Bunny hat irgendwie Speicher. Climber. Wiebe, was habe ich? Eine Speicher... Ja, du bist gerade irgendwie dauernd am Speichern.
Also, anscheinend kann man bei diesem Spiel hier sterben. Darum. Die Dialoge sind so lang. Ich möchte vermeiden, dass wir da wieder durch müssen. Aus der Nähe betrachtet sieht die Nische irgendwie künstlich aus. Sprengen! Am besten sprengen. Mit was? Mit dem Gips. Es geht auf jeden Fall da rechts weiter. Dieses eine Stück Wand sieht einfach aus der Nähe betrachtet sieht die Nische irgendwie. Was hat er jetzt gesagt? Die Idee, meine Hand dort hineinzustecken, gefällt mir gar nicht. Aber ich mach's trotzdem. Aber was denn? Was riskiere ich schon? Außer einer möglichen Verstümmelung natürlich. Keine Klinge hat meine Hand am Gelenk abgetrennt. Kein Skorpion mich gestochen, wofür ich sehr dankbar bin. Aber irgendwas war da drin. Ein Metallring, so groß wie meine Hand. Ja, und jetzt haben wir den Metallring? Nee. Nein. Dann mit dem Gulli-Werkzeug. Gulli-Werkzeug to the rescue, oder auch nicht? Auch nicht. Vielleicht doch mit diesem komischen Elektro-Dingen da. Das wäre ja was, ne? Wenn kannst du noch irgendwo anders aufklicken? Ich schaue gleich nochmal. Ich glaube leider nicht. Das ist... Ja, jetzt sitzen wir hier fest wahrscheinlich. Wahrscheinlich deshalb speichern, dass wir nicht festsitzen. Also ich ist nichts. Oh doch, warte mal. Hier ist irgendwas. Ja, spring von der Klippe. Warum nicht? Dieses Land ist wirklich wundervoll. Ich muss irgendwann mal wiederkommen, wenn ich es nicht so eilig habe. Tief unten kann ich das Verdeck von Ultas Wagen sehen. Er guckt sich jetzt ernsthaft sieht die irgendwie Landschaft verdammt an. Weit aus bis da unten. Ja, nochmal drücken. Vielleicht springt dieses er ja Land irgendwann. Ist wirklich tief. Nein, leider sieht nicht. Schade. Ist ja langweilig. Ich greife den Ring ganz fest. Ach so! Versuche nicht an tödliche Fallen zu denken. Ach nochmal, okay. Und ziehe aus Leibeskräften. Aber hallo. But hello! Nochmal speichern. Jetzt. Da ist Indiana Jones. Hinter der Ecke finde ich die Leiche. Überhaupt nicht oh mein anders Gott. Aus. Klausner. Lebensgroß und doppelt so tot. Ich habe kaum Zeit, diese Tatsache zu verdauen, als ich höre, wie der Türmechanismus sich erneut bewegt. Fuck! Mann, nein! Die Türe schlägt zu und sperrt mich ein. Ich bekomme so eine leichte Ahnung, wie Klausner gestorben ist. Am Arsch. Vielleicht können wir ihn mit dem Elektroschocker wiederbeleben. Ich sehe gerade ein Steinkopf Steffi, mit drei bildigen Gesichtern. Webcam-Bild es ist ein merkwürdiges Bildnis, aber ein immerhin starkes. Hast du ein gutes Trotz Altertümlichkeit und alter Mysterien. Warte. Ja. Was für ein Ersatzbild habe ich denn? Sieht aus wie in einer Turnhalle oder vor einem Hochbett. Ich weiß es nicht genau. Ich kann die Inschrift nicht mitnehmen. Hä? Alles, was ich tun konnte, war, sie anzustarren und zu versuchen, sie mir zu merken. Okay. In Occidenta Sita Est in Ora Mundi. Okay, das muss reichen. Nochmal, was war da drauf? In Occidenta Sita Est in Ora Mundi. Okay. Irgendwas im Osten. Und irgendwas mit angebeteter Erde? Keine Ahnung. Warte mal, ich bin... Ja, er sieht... Ja, jetzt sieht's wirklich aus wie eine Leiche. Bei der Erkundung alter Ruinen können Peitschen ja ganz nützlich sein. Aber als Gefangener in einer Höhle sind sie völlig nutzlos. Klausner hielt sich wohl für eine moderne Version von Indiana Jones. Das ist vom, Director's Cut. Es ist aber... Ja, dafür haben sie... Ich habe schon Sachen gemacht in meinem Leben, die mehr Spaß gemacht haben, als eine Leiche zu durchsuchen. Aber da meine Lebenserwartung derzeit doch recht gering ist, finde ich, ich sollte jede neue Herausforderung annehmen, die sich mir bietet. Vorsichtig öffne ich das Jackett. Aber dann auch so Stück an Stück? Ach Mann. Hey, was ist das? Ich habe so etwas wie eine Linse gefunden. Eine sehr alte Linse aus sehr hartem Glas. Das erklärt vieles. Der Ritter auf der Handschriftenrolle hatte die ganze Zeit eine Linse gehalten, keinen Kristallball. In dem Beutel befindet sich nichts mehr. Das ist ich übrigens durchsuche der die Leiche. Kein Handytelefon, keine Sprengladungen, kein Fünf-Gänge-Menü. Man sollte doch meinen, dass international tätige Verschwörer besser ausgerüstet zum Dienst erscheinen.
Was immer auch in der Flasche war, es wurde ausgetrunken. Klausner muss dehydriert und verdurstet sein. Also, ist es lateinische Ding, da heißt, im Westen... Der Mond öffnet sich. Das muss Ulta sein. Mein Gott, wenn er reinkommt, sind wir beide hier drin gefangen. Ulta, komm nicht rein, es ist eine Falle. Luke, bleib, wo du Luke, bist. Es ist eine Falle, es ist eine Falle. Wie? Hallo, Mr. Stobbart. Wir treffen uns aber auch immer an den ungewöhnlichsten Orten. Bitte machen Sie keine hastigen Bewegungen. Ich habe nicht den Wunsch, Sie zu verstümmeln. Sagten Sie verstümmeln? Genau. Tote erzählen mir ja nichts, wie Sie wissen. Und ich möchte doch alles erfahren, was Sie mir zu erzählen haben. Und wenn ich nicht plaudern möchte? Dann müsste ich Sie bedauernswerterweise töten. Aber seien Sie versichert, dass ich ein ausgezeichneter Schütze bin. Sie würden nicht leiden. Das ist gut. Glauben Sie mir, mir fällt wirklich ein Stein vom Herzen. Es ist etwas dunkel hier drin. Ich finde, wir sollten unsere Geschäfte lieber draußen. Oh, können abwickeln. Wir über die Klippe schmeißen? Warum sollte ich mich zu einer noch leichteren Zielscheibe machen? Wenn ich auf Sie schieße, Mr. Stobbart, dann treffe ich Sie auch. Selbst hier drinnen. Unglücklicherweise leidet dann meine Zielgenauigkeit. Das könnte den Unterschied ausmachen zwischen einem Treffer ins Bein oder in den Unterleib. Puh, ist das plötzlich heiß hier drin. Keine plötzlichen Bewegungen. Und wir sehen den ganzen Weg nach draußen. Wir schneiden nicht vielleicht, um das abzukürzen, sondern wir... Also denn, wo fangen wir an? Mit dem Versuch, gute Freunde zu werden und alle Waffen wegzupacken. Klausner, wissen Sie, wo er ist? Nimm den Teufel. Er ist tot. Liegt direkt um die Ecke in der Höhle. Wollen Sie nachschauen? Ich glaube Ihnen das einfach. Wie ist er gestorben? Verhungert oder verdurstet, so wie es aussieht. Er ging in diese Falle, von der Sie da rumgebrüllt haben. Hatte ich mir schon gedacht. Hatte er etwas Wichtiges bei sich? Nein! Nein, nicht. Meine Linse. Warum ist dieser Ort dann so wichtig? Was haben die Tempelritter hier versteckt, wenn nicht einen Artefakt? Böse, nimm den Teufel. Naja, da war noch was, aber das können Sie kaum mitnehmen. Ja? Was denn? Eine Schatzkarte. Das X zeigt an, wo der Zaster liegt. Also kommen Sie. Glauben Sie wirklich, dass ich Ihnen das abkaufe? Okay, okay, Sie haben mich erwischt. Naja, da um die Ecke stand irgendwas auf Lateinisch an der Wand. Latein? Wissen Sie noch, was da stand, Mr. Stobbart? In Occidenta sita est in ora mundi. Ah, die Worte Cäsars. Nee, im Westen? Ja, das ist logisch. Im Westen also, ist das Ende der Welt oder so? Das etwa so viel heißt wie im Westen am Rande der Warum Welt. Denn im Westen? Aber was zur Hölle bedeutet das? Es verrät mir, wo das Schwert von Baphomet ruht. Mr. Stobbart, ich bin sicher, dass Sie genau das sind, was Sie zu sein scheinen. Ein begabter Amateur. Danke, Amateur. Glaube ich. Aber ich kann Ihre Einmischung nicht länger hinnehmen. Es steht weit mehr auf dem Spiel, als Sie ahnen. Was haben Sie also vor? Zu meinem Bedauern müssen wir das Ganze hier und jetzt beenden. Ihre einzige Wahl ist jetzt noch, ob Sie wie ein Mann sterben wollen oder wie ein Hund. Ich will es nicht nochmal machen müssen. Wie ein Mann oder wie ein Hund. Und ich wollte gerade noch einen Scherz drüber machen, ob Sie uns das zeigen, aber wirklich Mann oder Hund. Okay. Mann! Sie sind der Boss. Ich schlucke die bittere Pille. Natürlich ein Mann, Sie sind ein tapferer und ehrenhafter Mann, Mr. Stobbart. Eine seltene Gattung. Ich möchte Ihnen gerne die Hand schütteln. Elektroding, Elektroding. Naja, geil. Elektroding. Ha! In your face, Mofo. Nein, spring. Oh, wieso springt er denn da runter? Oh.
Ach so, wegen Schwerkraft und Physik und so ist heruntergesprungen. Zum Glück hat das Vordach von Ultas Lastwagen meinen Fall gestoppt. Mhm. Gott sei Dank. Das Schlimmste an dieser Erfahrung war Ultas Fahrstil. Was ist mit der Linse? Ist sie noch ganz? Oh ja. Gut, dich wiederzusehen, George. Ehrlich? Ich muss sagen, Syrien hätte mir besser gefallen, wenn du dabei gewesen wärst. Ich wäre keine große Hilfe gewesen. Du hast das alleine doch ganz gut hingekriegt. Hast du eine Vorstellung, wozu diese Linse gut sein könnte? Als Vergrößerungsglas offensichtlich. Auf in die Kirche? Natürlich. Ja, hier, ich mache mich besser wieder auf. Sonder oder wie das Ding da hieß. Montfaçon. Ich sollte mal speichern. Schon wieder. Okay. Ja, natürlich. Wir sind gerade den Tod entgangen. So. Vielleicht merkt man, dass ich ein bisschen Hunger habe, aber...